Zwergperten, deine Fachhändler für Kindersitze. Hallo, ich bin Franzi von den Zwergperten und heute zeige ich euch den neuen BeSafe Easy Turn iSize. Das ist ein 360 Grad drehbarer Sitz. Er ist nach iSize zugelassen, ist zugelassen ab 61 cm und bis 1,5 Meter nutzbar oder 18 Kilo, je nachdem, was zuerst erreicht ist. Ab 15 Monate dürfte er vorwärts verwendet werden. Wir raten natürlich davon ab, sondern lieber den Sitz bis zum Ende der Nutzungsdauer rückwärts verwenden. Wozu gibt es dann überhaupt die Vorwärtsfunktion, könntet ihr euch fragen, zu Recht. Für Dreitürer zum Beispiel ist das eine schöne Sache, weil man sich dann natürlich den Sitz nach vorne drehen kann. Das Kind reinsetzen kann und es dann zurückziehen. Wenn ihr das nicht braucht, gibt es die Schwesterversion dieses Sitzes, den Easy Twist, auch ohne diese Vorwärtsfunktion. Der Sitz hat eine sehr schöne Sitzschale, die wir schon sehr lange kennen von dem Easy Modular, der nämlich die gleiche Sitzschale hatte. BeSafe hat aber natürlich auch hier weiterentwickelt. Zum Beispiel gibt es hier oben jetzt kein Styropor mehr in der Kopfstütze, sondern dieses Dynamic Force Absorber heißt es. Es ist einfach ein bisschen, nimmt noch mehr Kraft auf, schützt den empfindlichen Kinderkopf einfach noch besser. Wir wissen, dass diese Rückenlänge sehr, sehr lang ist. Die Kinder also hier wirklich lange drin sitzen können. Auch Sitzriesen, also auch Kinder, die eher einen langen Rumpf haben, können hier die 1,5 Meter ganz entspannt erreichen. Die Sitzverkleinerer sind getrennt voneinander rausnehmbar. Meistens nimmt man zuerst hier hinten den raus und dann den hier unten. Lässt sich also auch wunderbar auf das Kind anpassen. Und was BeSafe natürlich auch wieder hat, sind die Magnete, die einem einfach das Einladen des Kindes ein bisschen einfacher machen. Jetzt zeige ich euch mal den Einbau des Sitzes, denn beim Einbau des Sitzes sieht man erst das Highlight des Easy Turns. Man schießt hier quasi, also es ist wirklich ein Schießen, diese Isofix-Arme raus. Sie ein, dann wird es hier grün, an der Seite auch. Ich schiebe ihn ein Stückchen ran, aber noch nicht zu weit, denn erstmal stellen wir den Fuß auf. Dazu nehme ich jetzt hier mal die Kappe ab. Achtung, er piept. Er piept immer, wenn er nicht belastet ist hier unten. So. Jetzt schiebe ich ihn ganz ran. Ihr seht, er hat sich nämlich jetzt durch das Hochbucken des Sitzes quasi hier schon rangedrückt. Deswegen, wenn man den am Anfang hier schon rangedrückt hätte, dann könnte man ihn nicht mehr hochstellen. So, dann schieben wir ihn ein Stück ran. Und wichtig ist, da müsst ihr mal ein bisschen rankommen jetzt, hier ist eine Wasserwaage drin. Das Bläschen muss immer zwischen diesen beiden schwarzen Strichen sein. Vorteil ist, er passt sich an jede Neigung der Rücksitzbänke an in eurem Auto. Und manche Autos sind sehr, sehr geneigt. Unser Demo-Stuhl hier ist sehr gerade, deswegen ist hier sehr viel Luft drunter jetzt. Viele Autos sind aber einfach nach hier geneigt, dann wäre hier deutlich weniger Luft drunter. Manchmal liegt er sogar auf. Und er hat aber trotzdem in jedem Auto die perfekte Ruheposition und noch drei weitere Positionen, das wäre die ganz aufrechte. Das ist also wirklich eine schöne Sache, gerade für diese Autos, die es dann doch sehr, sehr schräg haben da hinten. Da verliert man nämlich bei anderen Sitzen einfach immer im Winkel dieser Neigung der Autositze die Ruheposition. Und das kann der Easy Turn perfekt ausgleichen. Hier ist man also wirklich immer in der perfekten Ruheposition und die Kinder können entspannt schlafen. Und man kann es aber eben auch aufrechter stellen für kürzere Fahrten. Aufrechter ist ja auch immer ein bisschen sicherer noch. Genau. Der Sitz kann in allen Positionen gedreht werden. Gedreht wird er übrigens hier an diesem Griff. Den gibt es auf beiden Seiten. Der kann ja auch auf beiden Seiten im Auto stehen. Ihr müsst nur eine Seite drücken
bzw. hochziehen und gehen. So sieht es dann auch bei euch im Auto aus. Wie gesagt, in allen Positionen drehbar könnt ihr euch dann aussuchen. Die Ruheposition bietet sich natürlich immer an, um das Kind reinzusetzen. Dann macht es einem die Schwerkraft einfach so ein bisschen leichter, indem sie uns hilft, die Kinder hier vernünftig reinzulegen. Auch sehr clever gemacht, diese Anprallplatte bei BeSafe ist hier nicht an den Füßen der Kinder, sondern die Kinder haben ja einfach noch ein bisschen mehr Beinfreiheit. Auch wenn man den aufrechter stellt, seht ihr hier, geht quasi die Beine gehen drüber über die Anprallplatte. Das ist wirklich sehr clever gemacht. Und Seitenaufprallschutz. Der Sitz hat so schon top Seitenaufprallschutz. Das hier ist noch zusätzlich, wird türseitig angebracht. Ich zeige es euch an der Seite. Es wird einfach aufgeschoben auf diese. So. Mehr ist es gar nicht. Zeige ich euch jetzt noch den Ausbau. Zuallererst Spannung nehmen, indem ich den Fuß wieder einfahre. Dann hier auf diese grauen Hebelchen drücken und den Isofix-Arm lang ziehen, damit ich hier rankomme, um das Isofix dann lösen zu können. Hier wieder drauf drücke, schiebe ich ihn rein. Auf der anderen Seite das Gleiche. Und dann war es das auch schon. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Sitz, schreibt uns gerne eine E-Mail an beratung@zwergperten.de, ruft uns an oder besucht uns in einem unserer Ladengeschäfte. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.